Es heißt fünffach Erfahrung derzeit bei World of Tanks, beziehungsweise hier in dieser Runde. Und dementsprechend will ich den Leo PTA mal fünfen. Ja, ich hoffe, es klappt, weil ich endlich auch den Leo 1 will. Und da ist natürlich dieses Event sehr prädestiniert dafür. Ich werde mich wohl hier aufhalten, vielleicht hier versuchen rüber zu schießen. Hoffe mal, unsere Scouts machen einen guten Job. Weil je mehr Schaden, desto mehr XP bekomme ich am Ende der Runde. Aber der PTA ist einfach ein guter Panzer. Ich mag den sehr gern. Also von dem her wird es schon werden. So, ja, da haben wir auch schon mal zwei Lights, die darüber fahren. Und dementsprechend hoffe ich auch gleich sowas aufmachen, dass ich wirken kann. Super Pershing ist auch hier unterwegs, auch nicht schlecht. Da drüben ist der Hügel. Also wir haben überall so ein bisschen was an Sicht. Den Busch will ich jetzt auch haben. So kann ich jetzt nämlich auch wirken. Hättest du nicht wegfahren müssen, darfst du hier bleiben. Ich will nur Gegner. Aber dann kann ich mich jetzt so ein bisschen breiter machen. Der war schnell weg, alter Verwalter. So. Arti haben wir keine im Spiel. Sehr, sehr angenehm. Komm schon. Wegen mir dürft ihr nochmal aufgehen, Jungs und Mädels. Ich warte noch ein bisschen ab, bis ein bisschen mehr passiert ist und dann werde ich auch Richtung Front vorfahren. Der T-3400 pinkt stark, obwohl er da hinten steht. Weiß nicht, was er damit sagen will. Ach, er will einen Spot. Okay. Gut, wenn der Suppen-Pershing da vorne langfährt. Jetzt, aber es ist halt wieder typisch. Man fährt los, in dem Augenblick geht er auf. Das ist halt wie wenn die Waschmaschine kaputt geht, dann geht im gleichen Zuge auch noch irgendwas anderes hin. Ah, der ist so schön, der schwarze Panzer. Deutlich schöner als der 1357 GF. So, was ist mit dir? IS-6 da unten? Da schieße ich doch drauf. Naja, halt nochmal gekettet. So, der Mustafa. Der muss es mit Schmerzen lernen, scheinbar. So, nochmal ein schöner Treffer. Na, ja, fein. Weg ist er. Ah, 4 zu 7. Ergebnis schaut nicht nach mal 5 aus. Sehr schade, dass da keiner seinen Weg ins Ziel gefunden hat. Ein M46. Ich hoffe, das ist jetzt nicht sehr, sehr viel, was ich da jetzt mache. Die Umfahrung da
bin jetzt wohl nicht nur ich gekommen. Sondern da haben auch noch ein, zwei andere Leute so gedacht, dass das eine gute Idee wäre. Schade, schade. Oh, Menno. Und du denkst, auf dich achtet keiner, oder? So, jetzt muss ich hier aber weg. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Also ich glaube, ohne da jetzt Schmerz malen zu wollen, aber ein Sieg wird es nicht mehr. Ah, schade, schade, schade. Aber da hat sich das Team da oben ganz schön aufreiben lassen. Und dementsprechend wird es eine Niederlage. Aber trotzdem unter dem Strich 2800 Schaden. Damit kann man doch für ein Live-Gameplay zufrieden sein. Und ich bin's auf jeden Fall. Auch wenn es mit 7 zu 15 am Schluss sehr, sehr, sehr eindeutig war. Aber wie gesagt, unser Team da oben hat wohl nicht so gut gearbeitet, wie wir es eigentlich unten gemacht haben. Unten war es eigentlich sehr schön. Dementsprechend vom Schaden mit 3213 bin ich am Ende auf Platz 2 und in den XP ebenfalls. Also der Type 4 und ich, wir haben noch ordentlich performt und dann hört es aber auf und man sieht hier unten ganz schön mau, AX 30 0 Schaden. Naja, trotzdem war es eine schöne Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch weiterhin viel Spaß bei World of Tanks. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.